diese Übung brauchst, ist eine Wand. Wir stellen uns parallel neben die Wand, Füße sind hüftbreit und parallel, das heißt die Zehen zeigen nach vorne, etwa anderthalb Fäuste Platz zwischen den Füßen. Und ich gehe jetzt mit dem Fuß, der näher an der Wand steht, etwa eine Fußlänge weit nach vorne und schiebe dann den Fuß, der weiter von der Wand weg ist, einfach in die Linie mit diesem vorderen Fuß. Das heißt, meine Füße stehen jetzt direkt in einer Linie mit etwa einer Fußlänge Abstand. Hier fest die Oberschenkel anspannen, damit unsere Hüfte wirklich nach vorne bleibt und gleich nicht mitrotiert. Bring die Arme an die Wand, etwa auf Schulterbreite und auch Schulterhöhe. Und du rotierst jetzt rüber zur anderen Seite, und zwar indem du aktiv die hintere Schulter wirklich nach hinten ziehst. Das heißt, die Schulter ist das, was die Rotation im Oberkörper wirklich auslöst, aktiv. Der Blick geht rüber mit zu dieser Seite, lass die Oberschenkel fest angespannt. Vergiss vor allem nicht zu atmen, ganz, ganz wichtig. Und das halten wir für eine Minute. Das muss ich jetzt hier in diesem Fall schätzen, aber ich glaube, das kriege ich schon hin. Und achte vor allem auch darauf, da ist es immer ganz gut, wenn man zum Beispiel einen Spiegel nutzt oder vielleicht kann jemand mal drauf gucken, dass dein Oberkörper nicht nach vorne lehnt oder im Zweifel, dass du zu weit von der Wand weg bist und gegen die Wand lehnst. Das heißt, du bist wirklich aufrecht von der Seite, als auch, wenn ich jetzt von vorne gucke, stehe ich aufrecht. Ich bin nur eben rotiert. Noch 10, 9, 8, lass die Oberschenkel angespannt, 7, 6, nochmal mit der hinteren Schulter rotieren, dreh den Kopf mit, 4, 3, 2, 1, wir rotieren zurück, stellen uns andersrum hin, auch hier, hüftbreite Füße, Zehen zeigen nach vorne, etwa eine lockere Handbreite Abstand, der vordere, der innere Fuß geht einen Schritt nach vorne, der äußere Fuß geht mit in die Linie, Hände kommen auf Schulterhöhe und Schulterbreite an die Wand, Oberschenkel fest anspannen und die hintere Schulter initiiert die Rotation, zieht immer weiter zurück und der Blick folgt dieser Schulter, damit auch die Halswirbelsäule rotiert wird. Und wenn ich jetzt meine Oberschenkel nicht anspannen würde, würde hier meine Hüfte einfach mit rotieren, sodass es dann nicht mehr wirklich meine Wirbelsäule ist, die rotiert. Deshalb fest die Oberschenkel anspannen, dann ist die Hüfte so ein bisschen gefangen und es muss wirklich die Wirbelsäule rotieren. Auch hier atmen nicht vergessen. Und immer ein Stückchen weiter rotieren. Auch hier achten, dass der Oberkörper nicht nach vorne fällt oder gegen die Wand. Schön aufrecht bleiben. Noch 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14. Nochmal ein Stückchen weiter rotieren. Kopf im Zweifel auch mal testen, vielleicht dreht er schon wieder ein bisschen weiter. 12, 11, 10, 9, 8, noch ein bisschen. 6, 5, 4, 3, 2 und 1. Und lösen. Wunderbar.